Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Timo und in diesem Video werden wir die Hapag Sat TV Box mit dem Namen MyTV Sat unboxen. Wir schauen uns zuerst mal die Verpackung an. Hier sehen wir sie gerade von vorne. Ich zoome jetzt ein bisschen ran. Wie hier schon auffällt, hier natürlich die Beschreibung und hier, es ist Mac und Windows kompatibel. Das ist, finde ich, schon mal ein eindeutiger Pluspunkt. Hier sehen wir nochmal die Features der MyTV Satbox. Hier auch nochmal eine Übersicht. Hier die Systemvoraussetzung und der Lieferumfang. Das seht ihr jetzt auch nochmal in der Videobeschreibung. Das war es soweit auch schon mit der Verpackung. Wir werden sie jetzt einfach mal öffnen und schauen, was sich alles in der Verpackung verbirgt. Ich spule das jetzt ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht. Weil ich zuerst einen Fehler gemacht habe mit der Verpackung. Ich habe dann einfach beide Seiten geöffnet, aber ist jetzt auch egal. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal offen. Und ich nehme hier jetzt einfach diesen Karton heraus. Hier sehen wir schon mal die Box, doch die schauen wir uns später an. Ich tue sie jetzt einfach mal zur Seite. Und wenn wir hier nun aufklappen, sehen wir das ganze Zubehör. Ich tue das jetzt einfach mal raus, den Karton weg. Und als erstes haben wir hier natürlich die Installationsanweisung für Windows mit dem Programm WinTV. Dann dasselbe auch für den Mac mit dem Programm TheTube. Beide Anleitungen sind übrigens in Deutsch. Dann die Software-DVD für WinTV in Version 7. Und die Software-DVD bzw. CD für TheTube in Version 1.4, wobei ich mir aus dem Internet dann die neueste Version, das ist mittlerweile schon über 2.0, heruntergeladen habe. Hier natürlich der Power-Adapter und hier haben wir dann auch noch das USB-Kabel, das man dann mit dem Windows- oder Mac-Rechner verbindet. Und hier sehen wir jetzt die MyTV Satbox. Ist recht klein, wie ich finde, schwarz. Sieht recht gut aus, da es in schwarz matt ist. Man sieht die Fingertouch jetzt nicht so gut auch drauf, was auch nochmal ein Pluspunkt ist. Und hinten sieht man natürlich die SAT-Ein- und Ausgänge, den USB-Anschluss und den Stromanschluss und vorne nochmal zwei Status-LEDs. Das war's nun soweit. In weiteren Videos werdet ihr dann noch erfahren, wie man das Ganze verbindet und wir werden uns die Software genauer ansehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.